Die verzweifelte Republik. Mein Name ist Bormann, ich bin vom Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin. Tja, die Polizei, dein Freund und Helfer. Gewaltenteilung, Legislative, Exekutive, Judikative. So war das alte Deutschland. Jedenfalls theoretisch. Praktisch nicht immer, aber heute leider gar nicht mehr. Die Polizei ist der Büttel der Politik, nicht wahr? Geht Spaziergängern auf den Sack. Die Gewaltenteilung, existiert die noch? Prüfen Sie sorgfältig nach und ich behaupte, es könnte deutlich besser sein. Die Regierung besteht aus Leuten, denen man nicht über den Weg trauen darf. Ne? Gucken Sie sich die Vergangenheit von unserem Kanzler an. Seine Deals mit der Warburg Bank, Cum-Ex, der Wirecard-Skandal, ne? Hängt da auch irgendwie mit drin. Gibt bestimmt noch ein paar andere Sachen, die man ihm anhängen könnte. Wird alles nicht vernünftig untersucht. Und deswegen sage ich mal, nicht vertrauenswürdig, nicht transparent, nicht glaubhaft. Wenn solche Leute dann die Impfpflicht fordern und dann einen Ethikrat quasi zur Seite haben, der keine Ethik mehr macht, sondern der einfach nur noch Argumente zusammensucht, die da irgendwie da in den Kram passen und dann eben nicht Ethik macht, aber trotzdem noch Ethikrat heißt, dann ist das eben so, ne? Oder ist das nicht so? Oder sollte das anders sein? Also ich finde, darüber sollten wir uns wesentlich mehr unterhalten, wesentlich mehr Debatten führen, offene Debatten führen und dafür gibt es ein gutes Datum. Jede Woche montags 18 Uhr gehen Sie spazieren in Ihrem Ort, in Ihrem Bezirk. Gehen Sie in die Nähe des Rathauses. Wenn Sie keins haben, gehen Sie in die Nähe der Kirche. Gehen Sie vielleicht zu beiden. Und wenn Sie sich nicht trauen, weil da so viele Polizeiwagen stehen, dann gehen Sie eben woanders spazieren. Aber Montag um 18 Uhr sind Sie auf der Straße als wacher Bürger einer verzweifelten Republik, die leider regiert wird von Leuten, denen man nicht über den Weg traut. Und die von Medien beschallt wird, die nachweislich Falsches sagen, Falsches berichten. Mit Zahlen arbeiten, die nichtssagend sind. Die nicht nachforschen, die nicht kritisch sind, die nicht investigativ sind. Ich weiß gar nicht, diese Liste lässt sich wirklich beliebig fortsetzen. Das ist nicht mein Leben. Das ist nicht unsere Zukunft. Das ist auch nicht die Zukunft unserer Kinder. Wir brauchen eine Perspektive. Wir wollen nicht gegängelt werden. Wir wollen über unser Leben selbst entscheiden. Und deswegen, liebe Polizei, seid doch mal wieder Freund und Helfer. Stellt euch nicht in den Weg. Taucht nicht auf mit Hundertschaften, wo nur 10 Leute spazieren gehen. Behauptet nicht, es würde hier Gewalttäter geben. Es gibt hier Leute, die nachdenken. Tja. Und wenn dann solche Leute, weil sie schnell denken, schnell rausgeworfen werden aus ihrem Job, wie ich zum Beispiel, ne? Durch persönliches Dekret von Sandra Scheres im Übrigen, die dann auch gar nicht wissen, warum eigentlich, die haben nur ihren Job gemacht, nämlich die Wahrheit gesagt. Aufrecht und ehrlich und geradeaus durchs Leben für eine bessere Zukunft gearbeitet, fleißig gearbeitet, 2019 noch sozusagen in die höchste mögliche Gehaltsstufe befördert worden, nur beste Zeugnisse von den Schülern erhalten. Und ich weiß auch heute noch nicht, warum ich eigentlich gekündigt wurde. Es ist mir völlig rätselhaft. Aber mein Anwalt, der hat mir jetzt geschrieben, dass die nochmal nachgelegt haben. Ne? Wir hatten im letzten Jahr so ein Schlichtungstermin, wo die versucht hatten, irgendwas zu begründen. Das ist ordentlich in die Hose gegangen. Sie haben vom Gericht den Auftrag bekommen,
doch mal sauber aufzuschreiben, warum der Bormann gekündigt wurde. Der Typ, der bei den Kollegen beliebt ist und den Kolleginnen, den Schülerinnen und den Schülern. Und okay, es gibt überall ein paar Leute, die ja nicht mögen, ne? Aber da gibt's nichts in meiner Akte, was irgendetwas beurkundet, dass ich mich mit irgendjemandem gestritten hätte. Jedenfalls nicht nach meiner Kenntnis. Es ist mir nichts vorgelegt worden. Darüber gab es keine Gespräche. Wenn ich mal was über meine Krankheiten erzählt habe, okay, dann sind das Informationen, die sie mir heute an den Kopf schmeißen und sagen, du hast ja so eine Allergie, so eine Empfindlichkeit, diese MCS-Krankheit gegen Parfüm und so, da hast du dich ja mal aufgeregt, dass die anderen parfümiert sind. Ja, und dann brauche ich doch die Solidarität der anderen, dann brauche ich doch Unterstützung. Dann brauche ich doch Leute, die dafür sorgen, dass ich nicht irgendeinem Mobbing ausgesetzt werde. Glauben Sie, das habe ich bekommen, diese Unterstützung? Es ist verdammt schwierig, sich in so einer Situation zu behaupten. Wenn man einfach nur auf Granit beißt. Bei ignoranten Leuten, die glauben, sie würden im Sinne der Allgemeinheit handeln. Völliger Irrsinn. Völliger Schwachsinn. Diese Leute sind so solidarisch wie der übelste Egoist. Sie denken nur an sich, an ihre Kohle, die sie monatlich einstecken, die sie brauchen, um ihr Häuschen zu bezahlen. Ja, die sie brauchen für ihre studierenden Kinder, die sie brauchen für ihren nächsten Urlaub, die sie brauchen für ihr nächstes Essen beim Italiener. Das war jetzt überzogen, ja? Also, wir leben jetzt in Zeiten, in denen wir Hilfe brauchen. Und zwar Hilfe von denen, die denken können. Und ich gehe mal davon aus, dass in diesen Zeiten Ärzte, Rechtsanwälte und natürlich Lehrerinnen und Lehrer ja, nicht Nein sagen. Es besteht eine Remonstrationspflicht. Das ist kein Recht. Es ist eine Pflicht, einzutreten gegen Unrechtmäßigkeiten, gegen Unrecht. Ich begreife es nicht, wie man so... Ich sag's jetzt lieber nicht, sonst spielt man mir das wieder aufs Brot, dass ich sowas gesagt habe. Es ist eine verzweifelte Republik. Es ist ein degenerierter Geist hier unterwegs, der nicht mehr denkt, der nicht mehr nach der Wahrheit sucht und der auch nicht mehr kämpft für unsere Errungenschaften, für unsere Ideale. Sie haben keine Ideale, ja? Sie sind Hedonist. Sie möchten einfach nur... Tja, mag ja sein. Aber in diesen Zeiten hier sind wir alle gefragt, das zu verteidigen, was wir erreicht haben. Gewaltenteilung. Und vielleicht, dass die Polizei demnächst wieder unser Freund und Helfer ist. Und dass die Bundeswehr uns verteidigt. Nach außen und nach innen. Und anmaßende, kriminelle Elemente in der Politik. Dahin steckt, wo sie hingehören. In den Untersuchungsausschuss, vor Gericht. Und wenn sie sich schuldig bekennen, irgendwann, oder auch nicht, wenn sie schuldig sind, in den Knast. Deswegen strampeln sie so. Deswegen versuchen sie, diesen ganzen Quatsch fortzuführen, der sich vom ersten Tag an als hilfloses Unterfangen für mich darstellte. Und ich habe es versucht, es klar zu machen, dass vieles von dem, was da getan wird, einfach nur kompletter Unsinn ist. Und das werde ich auch weiterhin tun. Ja? Auch wenn mir YouTube jede Woche ein Video löscht. Das ist auch unverschämt. Warum haben die nicht längst eine Milliardenstrafe am Hut, die ihnen die EU verhängt hat? Sie sehen, es gibt viele Fragen, es gibt viel zu tun. Bleiben Sie standhaft, sagen Sie Ihre Meinung, denken Sie nach vor allen Dingen. Und seien Sie Montagabend um 18 Uhr auf der Straße.
Wir sehen uns dann. Tschüssi.